Liebe Kryptoinvestoren, ich persönlich tue mich ja ein bisschen schwer mit dem Gedanken, dass wir bald in einen Altcoin-Rally kommen, beziehungsweise in einen Bullenmarkt, wenn wir auf Bitcoin blicken. Und die Performance, die wir 2021 gesehen haben, seither, wird meiner Meinung nach nicht mehr so sein, wie wir es damals gekannt haben. Aktuell bewegen wir uns in Bereiche, wo es sehr, sehr kühl, kalt und damit einen gefährlichen Umfeld für unser Geld darstellt. Mittlerweile gibt es aber Stimmen da draußen, die sagen, hey, wir sehen einen Krypto-Bullenmarkt nicht nur kommen, ja, sondern auch eine Altcoin-Rallye, die es in sich hat. Es ist verdammt nochmal schwer, wenn ich mir die gesamten Marktkapitalisierung der Altcoins exklusiv der Top 10 anschaue, bei solchen Bewegungen zu glauben, dass wir noch in einer Altcoin-Season hinübergehen werden. Aber gut, wir müssen als Investoren aber auch andere Gedanken und Thesen zulassen. Und nur so werden wir erfolgreich werden. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Wie immer freue ich mich. Ich hoffe, du hattest eine gute Nacht und ich hoffe, du bist deinen Routinen nachgegangen. Hinterlass diesem Video gerne ein Like, gerne ein Support in Form eines Daumen nach oben. Es ist für dich ein kleiner Klick. Für mich ist es aber von unschätzbarem Wert, weil ich einfach sehe, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es ist schwierig, nur auf den Altcoin-Markt zu blicken, ohne auf den Bitcoin unseren Blick gerichtet zu haben, weil der Altcoin-Markt wird unweigerlich dann eintreffen, wenn Bitcoin, wir switchen wieder auf Bitcoin, wenn die Dominanz von Bitcoin abnimmt. Mittlerweile können wir überhaupt nicht davon sprechen, dass wir in eine Altcoin-Season hinübergehen, aber im Moment können wir überhaupt nicht davon sprechen, dass wir aus Sicht des Altcoin-Marktes überhaupt über einen Altcoin-Rally sprechen können, weil einfach mehr als die Hälfte des Geldes, die in den Markt reinkommt, hinüber auf Bitcoin fließt. Deswegen müssen wir auch so ein bisschen differenzierter schauen. Ich meine, es gibt unterschiedliche Faktoren, da stimmt ihr mir sicherlich zu. Und eines dieser Faktoren ist, wenn wir auf die Geldmenge schauen, die globale Liquidität des Marktes, das ist der hier, der befindet sich in einem All-Time-High. Und es gibt empirische Auswertungen darüber, dass die Geldmenge Hand in Hand mit dem Bitcoin-Preis verläuft. Tiefer reingeblickt ist das hier jetzt nur die Marktkapitalisierung von drei Stablecoins: USDT, USDC und der DAI. Und auch die erreichen ein All-Time-High. Das heißt, das Geld ist schon in Krypto in Form von Stablecoins drin. Der Markt investiert sie aber noch nicht. Das ist das sichere Hafen, wenn der Investor sagt oder beziehungsweise einen Schritt zurückgeht, um Anlauf zu nehmen. Natürlich, wenn dieses Geld, diese 117 Milliarden Dollar in den Markt reingepumpt werden, dann werden wir natürlich unweigerlich gute Entwicklungen kurstechnisch sehen. Und für uns wird es jetzt wichtig sein, wann ist denn der Punkt, wo eigentlich dieses Geld komplett in den Markt reinfließt, beziehungsweise von Stablecoins hinüber auf Kryptowährungen wie Bitcoin, Altcoins und so weiter investiert wird. Okay, Leute, Geduld ist der Schlüssel. Punkt Nummer eins. Ich meine, Krypto ist sehr, sehr langweilig. Wenn wir auf Krypto jetzt blicken, ist Krypto richtig langweilig, denn seit mehreren Monaten befindet sich Bitcoin in einer Stagnation. Und es wird auch im Fachjargon zeitliche Kapitulation genannt. Ich werde euch erklären, was das bedeutet. Aber umso tiefer wir reingehen, umso volatiler wird es, umso weiter wir rausgehen, umso langweiliger wird es. Und es hat im Schnitt, diese Seitwärtsbewegung hat im Schnitt 160 Tage gebraucht. Wir haben 209 Tage, 188 Tage, bis wir einen Anstieg des Volumens, des Preises und so weiter gesehen haben. Versteht ihr, was ich meine? Geduld ist der Schlüssel. Das erstmal Punkt 1. Wir müssen Geduld mitbringen. Bitcoin wird steigen. Keine finanzielle Beratung an dieser Stelle. Ich mache das auf Grundlagen von vielen verschiedenen Faktoren fest, sei es der Fear and Greed Index, sei es die historischen Daten, sei es die politischen Einflüsse wie die Federal Reserve, wie die US-Wahlen und so weiter. Viele, viele Faktoren begünstigen diese These, die ich getroffen habe. Und ich denke, es ist eine Art Aufladung. Ich meine, das haben wir in Krypto immer wieder gesehen, dass der Markt sich immer wieder aufgeladen hat. Und wir haben uns häufiger gefragt, ey, das ist eigentlich ein Ergebnis, der einen Bullenmarkt rechtfertigen würde. Und mittlerweile haben wir mehr als fünf Ergebnisse, die eigentlich einen Bullenmarkt rechtfertigen würden.
ob es die Integration von Bitcoin ist, ob es die Massenadaption von Bitcoin ist, ob es die positiven Einflüsse aus externen Faktoren ist, wie US-Wahlen, Donald Trump, wie die Federal Reserve, die Zinssenkungswahrscheinlichkeiten, wie die globale Liquidität, wie die, ihr wisst, was ich meine, ja. All diese Themen begünstigen eigentlich einen Anstieg von Bitcoin. Mittlerweile sehen wir das nicht, ja. Mittlerweile befinden wir uns in einem sehr, sehr langweiligen Bereich, auch wenn jetzt hier gerade sehr, sehr viel los ist. Aber ich bin ein Freund von großen Zeitdimensionen. Wenn wir auf eine Woche hinübergehen, dann ist das schon eine sehr, sehr langweilige Geschichte, wenn wir uns das so betrachten. Und eigentlich haben wir eine Basis von Informationen, die dem hier rechtfertigen würde. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen betrachte ich ungerne diese kleineren Zeithorizonte. So, und die These ist ja, wenn Bitcoin steigt, ich meine, wenn Bitcoin den hier macht, wird unweigerlich irgendwann mal der Markt korrigieren. Das ist nochmal, stopp, das hier ist die Dominanz von Bitcoin. Dann wird auch unweigerlich die Dominanz von Bitcoin ein bisschen steigen, aber dann wird der Markt sich auscashen wollen, beziehungsweise auf Altcoins hinüberswitchen wollen. Die Rotation wird beginnen, weil Bitcoin immer wieder gut performt hat und dann der Markt sich ausgecashed hat. Ob es jetzt in Stablecoins ist, ob es in Altcoins ist, ob es in Blue-Chip-Projekte sind oder sonst was, dann werden wir den hier sehen. Das haben wir nämlich auch damals hier gesehen. Seht ihr das hier? Wo war denn 2021. Bitcoin ist gestiegen. Bitcoin hat performt, der Markt sagt sich, alles klar, wir haben jetzt genug Profite zusammen, um mit den Profiten in den Altcoin-Markt zu investieren, dann passiert das hier. Die Dominanz von Bitcoin nimmt ab und das ist dann im Grunde dann der Bereich, wo wir dann über einen Altcoin-Bullenmarkt sprechen können. Mittlerweile, wenn ich mir den Altcoin-Markt anschaue, dann kann ich diese Energie, diese Kraft nicht verspüren. Es gibt aber einige Leute, die sagen, hey Leute, pass mal auf, wir werden einen Altcoin-Bullenmarkt sehen. Das wird krasser werden als sonst. Schaut euch das mal an. Ich habe dieses Diagramm schon einmal gepostet. Die wahnsinnigen Altcoin-Rallye von 2020-21 erfolgte nach einer deutlichen Underperformance, auch bekannt als Bitcoin-Rallye. Die Situation ist ähnlich, da wir sehen, dass die globale Liquidität zunimmt. Der Verfasser dieses Beitrages geht jetzt davon aus, dass eine Bitcoin-Rallye zu erwarten ist, weil wir hier eine Underperformance gesehen haben. Er vergleicht die Top 200 der Kryptowährung mit der gesamten Marktkapitalisierung und vergleicht sie anhand von potenziellen Stärken, also was für ein Echo als Ergebnis halt rauskommt. Diese Art von Indikatoren nutzt man sehr, sehr häufig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Markt hier nehme, das ist der Total 3 Markt. Das ist die gesamte Marktkapitalisierung, exklusiv Bitcoin, exklusiv Ethereum. Oder wir haben den Overmarkt, das ist die gesamte Marktkapitalisierung exklusiv der Top 10, um einfach zu so ein bisschen mehr Echo rauszufiltern, das Rauschen rauszufiltern, um ein klareres Bild von dem zu bekommen, was man eigentlich hat. Und hier hat der Autor 200 Kryptowährungen genommen und hat die gesamte Marktkapitalisierung miteinander verglichen. Der letzte große Anstieg erfolgte, ich gehe mal kurz zurück zu dem Beitrag, so der letzte große Anstieg erfolgte auf eine Rallye von Bitcoin und mit der zunehmenden globalen Liquidität. Also hier wird wieder natürlich gesagt, dein Altcoin-Markt ist denkbar, wenn die globale Liquidität zunimmt. Ja, aber das ist schon meiner Meinung nach 5 Schritte nach vorne gedacht, weil was passiert, wenn die globale Liquidität zunimmt? Dann werden wir nicht zuerst einen Pump bei den Altcoins sehen, unwahrscheinlich. Weil in der Theorie, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und auf die Dominanz von Bitcoin schauen, ist die aktuelle Dominanz 57%. Das heißt, wenn $100 in den Markt reingespült wird, dann wird im Schnitt aus diesen $100 $57 auch in den Markt reingespült werden. Und das ist eine verdammt gefährliche Aussage. Ich sage euch auch warum, weil wir haben 2021 gesehen, was der gesamte Kryptomarkt angerichtet hat. Das ist der Punkt, wo viele reich geworden sind. Egal, ob du ein super Hardcore-Trader warst, egal, ob du Wissen hattest oder einfach nur ein Affe warst, du hast Profite eingefahren. Und wirklich wahr, es gab mal einen Test. Sie haben einen Affen quasi entscheiden lassen, in welche
Stock-Assets dieser Affe investieren würde, indem der Affe dann eine Sache ausgewählt hat und dann war für die Investoren klar, da investieren wir jetzt rein. Und dieser Affe trat gegen professionelle Hedgefondsunternehmen an. Und der Affe hat einen besseren Schnitt als die Reichen der Reichen mit den Hedgefonds. Wisst ihr, was ich meine? In Märkten, wo wir ein positives Umfeld haben, wo viel Geld reinfließt, da musst du nicht gut sein. Da wird jedes blinde Huhn auch ein Korn finden. Deswegen, das ist der Punkt, wo viele drauf warten. Aber aktuell sehen wir ein sehr, sehr bedrohliches Umfeld. Es ist sehr, sehr gefährlich da draußen. In den Altcoins zu investieren ist sehr, sehr risky, weil einfach du davon ausgehen musst, dass du einen Drawdown von mehr als 90% hinnehmen musst. Ich möchte euch mal diese Aussage nochmal verdeutlichen. Ich meine, wenn jemand sagt, Altcoin Rally wird bevorstehen, dann glaubt nicht alles das, was der Markt sagt. Ja, natürlich gibt es Punkte, wo eine Altcoin-Rallye begünstigt werden würde. Das ist aber erst der Punkt, wo die Dominanz von Bitcoin abnimmt. Und da kann sonst so viel Liquidität in einen Markt reinfließen. Da kann meiner Meinung nach Trump himself mit seinem eigenen Geld in Krypto investieren, auch Elon Musk und so weiter. Solange die Dominanz von Bitcoin nicht abnimmt, sehen wir keine Altcoin-Rallye. Umso stärker das hier wird, umso schwächer wird der Total-3-Markt. Versteht ihr, was ich meine? Und da haben wir exklusiv Bitcoin, Ethereum und da steckt schon sehr, sehr viel Geld drin. Und sehr, sehr viele Kryptowährungen sind immer noch, und das ist die Top 10, ja, die Top 100, sorry, die Top 100 der Kryptoprojekte. Wir haben immer noch in den Top 100 mehr als die Hälfte von Kryptoprojekten. Hier seht ihr das, ja. Die sind alle, warte mal, so. Die sind alle hier immer noch im Minus. Mehr als 90% vom letzten All-Time-High. Leute, das ist die Top 100. Ja? Ich meine, die Blue Chips der Blue Chip-Projekte so gesehen. Und das ist das, was ich meine. Wir haben immer noch mehr. Ja, pass mal auf. Pass mal auf. So, hier beginnt es, wo die Altcoins weniger als 50% von ihrem All-Time-High entfernt sind. Und das sind geschätzt 25, 30 Projekte, so grob überschätzt. Und davon nimmt auch die Hälfte, die Stablecoins ein, versteht ihr? Und die könnten wir eigentlich alle rausrechnen. Ja, so DAI raus, USDC raus, Stake, Solana raus, ist an Solana gebunden. UNOS, nee, das nicht. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist an Ethereum gebunden, das auch raus. So. Rapid Ethereum auch raus. Das ist der Punkt. Und das ist der Bereich. Das sind vielleicht 10 Projekte, 15 Projekte. Immer noch weniger als 50% von ihrem letzten All-Time-High entfernt. Deswegen sehr, 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 sehr tricky solche Aussagen. Aber gut, hat eine Daseinsberechtigung. Müssen wir so akzeptieren. By the way, Leute, vielen Dank für eure zahlreichen Likes. Wer noch nicht geliked hat, jetzt bitte nochmal liken oder überhaupt liken. Das würde mich auf jeden Fall supporten. Und ich muss hier nochmal ein Thema reinhauen. Super wichtig. Ich habe eine Telegram-Gruppe. Joine rein. 7 Tage für dich kostenfrei. Alleine die Trading-Signale sind Gold wert. Ich möchte nur ein Beispiel machen. Ich habe gestern um 22:03 Uhr eine Short-Trade-Position auf Dimension eröffnet. Habe gesagt, Leute, Take Profit ist das. Stop Loss ist das. Innerhalb von 44 Minuten bzw. 41 Minuten haben wir einen 30%igen Profit eingefahren. In 41 Minuten. Und hätte jemand hier $150 investiert mit einer 10er Hebelposition, wären die monatlichen Gebühren wieder raus. Das möchte ich nur sagen. Und wir sind aktuell dabei. Aave ist noch im Spiel und wir werden hier. Auch wenn Aave ein richtig gutes Projekt ist, setzen wir hier auf Short-Position. Gründe dazu gibt es in der Gruppe. Wenn du Bock hast, join rein, würde mich wie immer supporten. Du kriegst außerdem noch Altcoin, Alpha, Krypto News, Coin-Analysen, narrative Trends und Coins und natürlich auch Smart Money-Signale. Wir waren jetzt vor einigen Tagen, waren wir auf der Tron-Blockchain, haben uns hier 5 Meme-Coins gekauft. Und ich meine, alleine mit Sundog war das Ding schon profitabler denn je. Und das ist das, was dir in dieser Gruppe geboten wird. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessante News, Neuigkeiten und neue Trends. Und das ist sehr, sehr wichtig in Krypto. Gut, schauen wir auf den Bullenmarkt. Jeder will hier hinkommen. Bullenmarkt.
Ja, gutes Vermögen, gute Profits. Aber selbst wenn wir in diesen Bereich gehen werden, werden sowieso nicht alle gut rauskommen, weil einfach das Money Mindset bei vielen immer noch fehlt. Gib jemanden 1 Million Dollar in die Hand von jemanden, der kein Money Mindset hat, wird er mit Schulden, mit größeren Schulden letztlich das Geld verloren haben. Gibt es jemanden in die Hand, der ein Verständnis für Geld hat, der versteht, wie Geld funktioniert, der aus Geld mehr Geld schaffen kann, dann wird diese 1 Million Dollar oder Euro, wie auch immer, letztlich mehr wertvoller sein, weil einfach viel mehr Geld im Raum steht, ob durch Investments, wie auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist das hier nicht nur ein Punkt, wo viele, viele reich werden, sondern auch eine Art Money Mindset gehört dazu. Und es ist auch wichtig, als Investor die gegebenen Situationen so zu bewerten, dass wir nicht in die Falle tappen dürfen, anzunehmen, dass wir wieder einen Markt wie 2021 sehen werden. Und das, liebe Leute, werden wir. Leider, leider muss ich dich enttäuschen. Ich bin jetzt der Buhmann. Wir werden nie wieder so eine Art Bullenmarkt sehen wie 2021, sondern es wird eine ganz andere Bullenmarkt darstellen. Ich habe dazu das hier veröffentlicht. Und es geht einfach um eine Annahme bzw. um eine Theorie, die sagt, dass es so den Bullen- und Bärenmarkt, den wir erlebt haben, so nicht mehr geben wird, weil Kryptowährungen ausgereifter sind, wir Regeln haben, die einst für sie galten, nicht mehr relevant sind. Ich meine, stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, dass Aussagen, die ich vor einem Monat getroffen habe, nicht mehr gültig sind, weil sich einfach die gegebenen Rahmenbedingungen geändert haben? Womöglich stimmt ihr mir dazu, weil es ja auch so ist und Krypto dynamisch unterwegs ist. Und das gilt nämlich auch für den Bullenmarkt. Ja, ich meine, wir haben viele, viele neue Investoren, neue Ergebnisse, wir haben ganz neue Umfelder, die wir 2021 noch gar nicht kannten. Ja, ich meine, es wird gerade, wir haben Spot-ETFs, das gab es 2021 alles gar nicht. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Bedingungen gehabt. Und ich meine, es gibt nach Rankoon, richtig, richtig guter Mann oder Frau, je nachdem, hat hier eine These veröffentlicht, die ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar wird es anhand von dem Quadrantenmodell gibt es vier Bereiche. Ich möchte es nur ganz kurz anschneiden. Vier Bereiche, die wir so auch sehen könnten. In diesen Bereichen wird erklärt, dass wir nicht mehr zwischen Bullen- und Bärenmarkt unterscheiden, sondern von gegebenen Bedingungen her die Annahme überhaupt treffen können. Das heißt, es geht hier, wenn ich mal auf Rankoons Originalbeitrag gehe, das ist das hier. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Er geht hier von vier Szenarien aus, aber er betrachtet die Knappheit. So, warte mal. Wo waren das nochmal? Von geringer, genau. Er geht davon aus, geringe Liquidität und geringem Angebot. Ja, das heißt, er geht davon aus, dass die Liquidität eine Rolle spielt und das Angebot der Coins eine Rolle spielt. Hier war nochmal eine Grafik, die eigentlich im Grunde veranschaulicht, was er meint. Ja, ganz kurz, ohne komplexe Wörter hier reinzuwerfen. 2021 hatten wir viel Geld. Wir haben viel Geld in den Markt bekommen. Ja, wir haben Stand jetzt mehr Geld, aber wir haben 2021 viel Geld im Markt gehabt. Und dabei hat sich dieses viel Geld auf weniger Projekte konzentriert. Das heißt, das Angebot war weniger, auch wenn das Geld höher war. Dann 2023 im Verhältnis haben wir weniger Geld auf dem Markt, dafür aber ein sehr, sehr großes Angebot. Das heißt, das Geld wird sich unweigerlich auf viele andere Projekte konzentrieren. Deswegen sind auch mehr als 50% der Kryptowährungen immer noch in ihrem letzten All-Time-High am Stand oder im Stand 2021. Das ist der Grund. Sie werden es womöglich nie wieder erreichen, weil einfach zu viel Angebot auf den Markt herrscht. Logisch, logisch. Mittlerweile gehen viele jetzt davon aus, dass jetzt der Schlüssel die Liquidität darstellt. Wenn wir jetzt mehr Geld hier reinbekommen in den Markt, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass wir eine Art Altcoin-Bullrun ersehen. Aber
Diesen Altcoin-Bullrun, den wir sehen werden, ja, der wird kommen, weil auch in meinem Beitrag hier hat jemand mal geschrieben gehabt, wieso es, was ist, warte mal, wo waren das nochmal? Da hat jemand geschrieben, es wird immer hoch und runter gehen, was ist das für eine Aussage? Das ist damit aber überhaupt nicht gemeint, dass es hoch und runter geht. Der jetzige Bullenmarkt, der jetzt kommt, der wird kommen, es wird auch ein Bullenmarkt sein. Wir werden alle Profite rausbekommen. Wenn wir auf Bitcoin, Ethereum, diese ganzen Blue-Chip-Projekte blicken, der jetzige Bullenmarkt aber, der Altcoin-Bullenmarkt, der wird so nicht mehr kommen. Es wird kommen, es wird sich aber auf Narrative aufteilen. Es wird selektiver vonstatten laufen. Jeder, der die ganzen Narrative und Trends für sich immer auf dem Spotlight hat, immer im Fokus hat, wird Gewinne einfahren. Und jeder, der immer noch an, was weiß ich, ja, Datenverfügbarkeit oder DeFi oder KI glaubt, wie auch immer, und die Bullenmärkte nicht in diese Narrative reinfallen, wird Geld verlieren. Es wird immer wieder zentriert, das Ganze vonstatten laufen. Also, damals kleines Angebot, jetzt großes Angebot und eigentlich kann man diese Grafik nochmal erweitern in Clustern, ja? Das heißt, wir haben hier Geld und wir haben hier mehrere Blasen und das sind dann die Narrative, ja? Dann gibt es nicht nur einzelne Coins, dann Narrative und dann wird das Geld, je nachdem, wo gerade die Interesse oder wo das Echo am größten ist, das Geld auf Narrative zentriert werden. Das ist meine Meinung, meine Verständnis über den Markt. Und wir werden immer wieder zeitliche Ausprägungen der Narrative haben. Bestes Beispiel ist KI. KI ist eines der besten Beispiele aktuell. Wir haben im Januar 2024 prozentuale Profits von 21% gemacht, 23% gemacht. Mittlerweile haben wir eine Veränderung von 6% und ja, aktuell ist sie jetzt niedrig. Denn wir konnten Anfang des Jahres mit KI richtig gute Gewinne einfahren, jetzt aktuell gar nicht mehr, weil das Narrativ hier abflacht. Wir haben zum Beispiel Chain-Abstraktion. Anfang des Jahres Unterperformance, Mitte des Jahres Unterperformance. Mittlerweile schaut euch das mal an, 673% Wachstum. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Das ist das, wie wir diesen Markt bewerten sollten. Ich meine, ich sage auch immer wieder, wenn ich jetzt hier auf Real World Assets schaue, Anfang des Jahres, das Narrativ war klein, Mitte des Jahres war es klein, aktuell sehen wir da auch ein bisschen mehr Performance. So wird das immer verlaufen. Während einige Narrative hier gute Gewinne erwirtschaften, sind andere Narrative gerade nicht so gut. Was aber nicht heißt, dass sie niemals aufgehen werden. Denn ich meine, wer jetzt glaubt, dass alle Narrative zeitgleich aufgehen werden, der wird Geld verbrennen. Leider ist das so. Viele werden die Exit-Liquidität von viel schlaueren Leuten sein. Ist halt so. Aber deswegen müssen wir uns immer wieder diese Narrative vor Augen halten. Mit den Meme-Coins haben wir auch ganz, ganz gute Gewinne eingefahren. Wir haben sehr, sehr viele Narrative. Wir müssen halt nur schauen, wo der Markt aktuell hingeht und wie wir Chain-Abstraktion, DeFi, Real World Assets und auch Meme Coins, wie sie in Zukunft weiter performen und immer im Auge behalten, damit wir hier ja kein Geld verlieren. Aber du, na, nur meine Meinung an dieser Stelle. Ja, ich meine, ihr könnt alle eine eigene Meinung haben. Schreibt das gerne in die Kommentare. Würde mich stark interessieren, wie du das Ganze siehst. Wenn das für dich Schund sein sollte, dann schreibt das bitte in lieben Worten und nicht irgendwie mega. Keine Ahnung, als hätte ich jetzt hier irgendwelche Leute beleidigt oder sonst was. Aber gut, jeder hat seine eigene Meinung. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.